Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hugo im Diamantenfieber. Wir haben in der letzten Folge leider feststellen müssen, dass die gute Hexane ein wenig ADHS bekommen hat und dementsprechend mal hier einige Hebel in Bewegung gesetzt hat, wodurch hier alles ein bisschen Allahu Akbar gegangen ist und wir müssen jetzt dementsprechend die Scheiße ein wenig ausbauen. Ich habe jetzt den Sound ein wenig leiser gestellt, weil wir mittlerweile 22.45 Uhr haben und jetzt muss ich erstmal so ein bisschen auf die Steuerung hier klarkommen, ne? Alles dann doch vergleichsweise mit Atlantis ein wenig schwammig. Also ich habe jetzt Atlantis nicht gespielt, aber ich habe eine Folge kontrolliert und wenn ich mir da jetzt dieses Gameplay und mein eigenes, was ich gerade verursache, so ein bisschen miteinander vergleiche, es wirkte schon sichtlich. Ja, ich komme nicht drauf klar. Ich komme ehrlich gesagt nicht drauf klar. Ich hätte jetzt gedacht, dass eine kleine Pause sichtlich ratsam wäre, aber das hat dann doch jetzt eher für das Negative gesorgt. Aber vielleicht schaffen wir es ja dennoch. Ja, das, ich weiß nicht. Es ist immer so ein bisschen Faulheit. Ich denke mir immer so, ja, bleib einfach drauf, aber letztendlich habe ich ja trotzdem nichts davon, weil ich ja so oder so immer wieder runterfalle. Ja, oh ja. Ich erinnere mich. Gruselige Scheiße hier. Ich werde den sicherheitshalber penetrieren. Warum habe ich jetzt zweimal Schaden genommen? Das Ding ist genau da, da war jemand, der hatte mich erschossen. Obwohl er, wow, obwohl er gar nicht im Bild war. Das war so die Problematik. Oh shit, Leute, ey. Ich muss das Trickslevel nochmal machen. Kann das sein? Vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen Glück und krieg wieder 85.000 Leben, aber ich würde jetzt nicht drauf bauen. Ja, das, ey. Der denkt sich auch immer so geil, ne? Die Spielentwickler so werden sich so gedacht haben, ja. Da wird es bestimmt den ein oder anderen Deppen geben, der das immer wieder versucht. Und ja, ich bin einer davon. Ich bin halt auch leider ein sehr, sehr sturer Bastard. Das fällt mir sehr, sehr schwer, da dementsprechend von meiner Tätigkeit abzulassen. So geht es mir mit meinem YouTube-Kanal seit über 10 Jahren. So, hier jetzt direkt rüber. Ja. Da geht das. Und hier machen wir dann ähnliches. Oh, da wäre ich wieder fast zu weit gesprungen. Aber das ist uns, glaube ich, beim letzten Mal auch passiert. Von daher, ja, der da. Ich glaube, der da war das. Aber ich würde ihn trotzdem gerne mal so ein bisschen hier angreifen wollen. Denn, war jetzt in der Situation komplett unnötig. Kann ich da nicht? Ich muss springen, ne? Ich kann da jetzt nicht rüberlaufen. Shit, ich hab den Typ nicht gesehen. Oh Gott, ich war jetzt so fixiert auf die Plattform. Holy shit, ey, bitte gib mir ein Leben, Alter. Auf jeden Fall ein Checkpoint und ja, definitiv. So kann ich dein Checkpoint, die Line hier auch nutzen. Bitte nicht, Alter. Wie mächtig der ist, ne? Da hat er mir einfach, weil er wahrscheinlich Corona hat, ne? Ist vielleicht doch was dran an der Scheiße. Da hat er mich ordentlich mal angehustet, der dumme Wichser. Mein Gott, ey. Und jetzt? Ich hab schon ein bisschen Schiss, ne? Ich meine, ein Leben habe ich ja noch, aber das muss ja, wow, nicht viel in diesem Spiel heißen, okay? Den können wir wegfisten. Schön die Reichweite der Peitsche nutzen. Leider Gottes. Ja, versperren wir mal die Sicht. Kein fucking Trank. Und es geht immer noch zwei Typis einzusammeln, wobei der letzte ist immer kurz vor Ende, ne? Von daher geht es in erster Linie um einen und okay, was will er jetzt hier? Ich seh da vorne nichts. Oh mein Gott. Ihr seid ja mutig. Okay. Ich habe gerade überlegt, notfalls lasse ich ihn eine Runde rumlaufen, damit ich mich erstmal orientieren kann. Und hier, ey, das ist wirklich behindert. Du siehst doch gar nicht. Ja, bitte. Oh Gott, lauf. Oh, da ist einer. Hallo. Was ist mit dir los, ey? Kannst du dich nicht ein bisschen schneller verabschieden?
Wir haben keine Zeit für sowas. Was ist hier? Oh, oh, oh. Fucking Maskenträger, gib mir Leben. Muss ich die töten? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Wer hat denn das TNT gerade ausgelöst, ey? Soll ich da? Ich gehe hier lang, okay? Ja, gut, 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 gut. Oh, ja, ja, ja. Da geschieht dann wieder selbiges. Da muss... Oh, komm, Alter. Ich war doch 30 Kilometer weit weg. Was soll denn der Scheiß, ey? So unnötig. So, was kommt jetzt außer eine komische Kamerafahrt? Hoffentlich steht da oben nicht jemand und ballert mich ab. Oh, okay, er läuft rum. Kommt der auch wieder zurück? Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich, oder? Ja, 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 versuch ihn mal. Jetzt, nee. Hey, ich hoffe, der gibt mir Leben, ne? Ich hoffe, der... Ja, nicht aus Versehen. Ja, genau, das wollte ich vermeiden, verdammter Holocaust-Scheiße. Okay. Gut, dann müssen wir es ja jetzt natürlich nicht nochmal machen. Wobei, die könnten mir immer noch ein bisschen Leben da lassen, aber scheiß drauf, ich riskiere das jetzt nicht. Nachher verliere ich Herzen und kriege gar nichts, aber ich verliere so oder so natürlich immer an dieser scheiß TNT-Stelle Herzen. Scheint nicht anders zu gehen, ne? Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Leben und ja, werden die dann einfach ignorieren, schätzungsweise, und dann schlägst du da in die Luft. War doch gar nichts. Ja, schön hinter ihm bleiben, aber nicht zu sehr. Auf, und da ist er. Da ist der letzte Knilch. Sehr gut. Du kannst jetzt aufhören zu arbeiten. Wir haben dich gerettet. Alter. So, und dann ist da schätzungsweise das Level zu Ende. Krass, ey, dass wir das dann doch noch geschafft haben. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Freut mich sehr. Denn das war wirklich das allerschlimmste Level. So viel Bullshit, ey. Ja, ja, komm schon, komm, na komm. Verehrtest du? Nicht jetzt, Coco. Coco. Oh, ich dachte, du würdest nie mehr kommen. So, hör doch. Wir haben fast keine Zeit mehr. Wir müssen uns beeilen. Komm her, komm zu Mama, mein kleines Baby. Sit da, Hugo. Was? Oh? Werdest du? Bald Tropfen! Die Flucht, ernsthaft? Ernsthaft, wirklich? Wow. Okay, was? Was habt ihr denn da? Okay. War es der eisige Atem oder? Ja, 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 okay. Ja, aber. Ey, das ist so unnötig, Mann. Warum werft ihr mich denn ständig da runter? Oh, da kam eine Feuerkugel. Alles klar, gut zu wissen. Dann geh mal los hier und. Ah, sowas ist mal eklig. Das hatten wir ja vorhin auch die Stelle, dass man da nicht sieht, wo man. Wo man springen muss. Aber das ist schätzungsweise der Reiz. Dahinter. Ja. Erstaunlich, dass das TNT nicht kaputt geht. Kann ich darüber? Ja, okay, das geht. Ja, aber ich hab ja keine Zeit. Das wird ja auch schätzungsweise nicht ausgehen. Von alleine. Von daher. Trotzdem versuche ich da stellenweise etwas. Solange ich den nicht hinter mir sehe, versuche ich das ganz langsam zu machen. Okay, Schlüssel. Fast runtergefallen. Ja, 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 ja. Noch ein Schlüssel. Oh, das nehme ich doch mit. Ja. Gott, da hat man mir aber jetzt ordentlich Zeit gelassen, oh. Oh nein, 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 mein Controller. Da hat sich mein Holocaust-Controller abgemeldet. Oh shit, da gab es noch ein Leben. Okay, da komme ich jetzt nicht. Oh ja, das ist das, was ich meine. Da. Ja, ließ sich offensichtlich nicht vermeiden. Und gab es. Gab es jetzt einen Checkpoint? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube tatsächlich.
nicht, oder? Okay. Tja. Sei es drum. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, nee. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ja, ist jetzt auch nicht so viel. Aber jetzt auch nicht so... Ja. Nicht so spaßig, dass ich es 500 Mal machen möchte. Man hat auf jeden Fall viel, viel Zeit. Also man kann da wirklich all seine Sachen überdenken. Aber es bringt ja nichts, wenn man da doch mal eine Kurzschlussreaktion hat oder so. Sich vertippt auf leicht. Ja, genau. Da kriegt man immer wieder Leben. Aber gut, das bringt ja sowieso nichts, wenn es keine Checkpoints gibt. Ich muss ja so oder so, ob ich nun viele Leben habe oder nicht, das Level immer wieder neu machen. Aber das ist gut. Das ist sehr hilfreich. Fucking Wii. Ach so! Ah, das habe ich jetzt richtig falsch gedeutet. Ich dachte, das war eine Stufe vor mir. Okay. Ja. Richtig, richtig unnötig, ey. Können wir das denn jetzt vielleicht... War auch fast genau an derselben Stelle, ne? Lass uns das jetzt mal vielleicht ein bisschen noch besser machen und im besten Fall hinter uns bringen. So, lauf. Ja. Ich verstehe es wirklich nicht. Warum arten diese viele Jump-Runs immer in Insta-Deaths aus, ey? Warum hat man denn 8000 beschissene Herzen, wenn man dann eben immer in irgendwelche dummen Schluchten fällt? Finde ich nicht in Ordnung, du. Finde ich einfach nicht in Ordnung. So, ja, ja. Oh, schon wieder fast denselben Fehler gemacht. Ja, vielleicht sollte ich auch hier... Ich spiele mit Analogsticks. Vielleicht wären die Pfeiltasten hier stellenweise besser. Ich bin mir nicht sicher, du. Aber... Trotz der Analogsticks habe ich es ja schon weit gebracht. Von daher... Ich sah mir das sicherheitshalber trotzdem mal nicht, dass das so irgendwie... Dass mir das Spiel sagt, du musst das davor nochmal machen. Das wäre richtig behindert. So, jetzt kam die Flasche, genau. Ich war aber tatsächlich voll. Na, jetzt pass auf. Hier hin. Und dann nach hier und da. So, oh shit! Oh, Alter, was sind das für dämliche Kacksprünge, ey? Ja, ich muss hier in Zickzacks springen, während die... Ja, Holocaust. Während die Flamme einfach immer näher kommt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das kurz vor dem Ende war. Ey, wirklich so eine dämliche Kackscheiße. Warum? Warum macht ihr sowas, ey? Aber die Flamme war überhaupt gar nicht, oder was auch immer da hinten ist, irgendwas Feuriges, war überhaupt gar nicht sichtbar, ne? Okay, ich versuch's jetzt nochmal mit den Pfeilen, Leute. Ist vielleicht, doch ein wenig besser hier. Lauf. Ja, da kann man halt nicht so schnell abrutschen, würde ich mal sagen. So, dann hier die Schlüsselies. Aber auf Dauer wäre es trotzdem scheiße. Dann tun einem immer die Finger weh, ohne Spaß, ne? Damals, da war Holocaust, hat auf jeden Fall besser geklappt, wie man sieht. Ich erzähle das auch immer wieder gerne, dass ich damals, als da gab es ja nur die Pfeiltasten. Und da konnte ich mir Analogsticks überhaupt gar nicht vorstellen. So, da gab es dann so einzelne Demospiele wie Ape Escape, wo man das dann irgendwie von mir verlangt hatte. Das Spiel konnte man ja quasi nicht ohne Analogstick spielen. Und da dachte ich mir dann auch so, wow, ey, niemals. Genauso wie bei der PlayStation 2 dann, ne? Erstes Spiel Devil May Cry. Das war ja auch so eine Geschichte mit den Analogsticks und ich dachte mir da so, Alter, nee. Ich glaube, das war's dann. Und heutzutage ist genau andersrum. Nee, ich geh wieder auf die Analogsticks. Ich glaube, das ist einfach angenehmer. Ja, na klar. Das hatten wir auch nicht. Herzlichen Glückwunsch. Bisher hatten wir das nicht. Aber hier müsste ich doch irgendwo gleich wieder den Trunk kriegen. Genau. Und da... Oh Gott. Ey, es tut mir so leid, ne? Echt, diese Stelle. Ich vergesse sie immer wieder.
auf ein neues 99. Wie hatten wir eingesammelt? 60 oder so? Vielleicht kommt ja doch noch ein Stückchen. Aber ich habe ja nicht alle eingesammelt. Also von daher... Ich weiß nicht, du. Also hier müsste gleich dann nochmal so ein Sprüngchen. Ne, die sind schon bei den Schlüsseln, alles klar. Dann einmal hier hin, Schlüssel einsammeln. Ja, einfach mal mitnehmen. Warum denn nicht? Nicht, dass mein Spielstand gelöscht wird dann. Sagt sich Hexane einfach, fuck you. Den Shit nehme ich mit in die Hölle. So. Der Trunky. Und jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Ganz langsam. Ich spring hier hin. Dann springen wir da hin. Dann springen wir da runter. Links. Runter. Rechts. Runter. Und hier war dann so ein kleiner Sprung. Und jetzt bin ich tatsächlich weiter. Alles klar. Noch ein Trank. Okay. Brauchen wir nicht. Können wir nicht mitnehmen. Und... Alter! Du dummer Holocaust, was stehst du denn da einfach so vor dem Abgrund, ey? Was ist denn fucking... What the fuck? Hört... Alter, what the fuck? Junge, 23 Uhr, da kann ich nicht brüllen. Was soll das? Die ganze Zeit ein dummer Leerlauf. Und dann werde ich hier von 8000 Sachen gleichzeitig penetriert. Das Level ist richtig im Absturz, ne? Junge, Junge. Der Schwierigkeitsgrad, der hat ordentlich angezogen. Aber ja, was willst du denn natürlich bei einem Spiel machen, das nur 1,5 Stunden geht? Lululululu. Ja, okay. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Hugo. Das Diamantenfieber. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier tatsächlich mal ein Gameplay-Fieber. Ich krieg das gute... Wir müssen Drohbriefe und grundsätzlich mal Schlägertruppen zu den Entwicklern schicken, Fieber. Das wäre, denke ich mal, hier bei diesem Level sehr, sehr angebracht. Ungeachtet dessen werden wir es natürlich in der nächsten Folge weiter versuchen müssen. Ganz klar, denn wir wollen ja auch tatsächlich dieses Spiel hier beenden, nicht wahr? Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.